Sehr geehrte Damen und Herren, werte Anwesende, sehr geehrte Frau Dr. Fischer, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung, bei Ihnen für Ihr Kommen. Und es ist eine Ehre und Freude für mich, im Rahmen der theologischen Kurse zu sprechen. Umso mehr, weil dieser Nachmittag, dieser Abend der theologischen Kurse ja der Logotherapie im Weiteren, der Psychotherapie im engeren Sinn gewidmet ist. Und als solcher, als Psychotherapeut und Logotherapeut, darf ich heute zu Ihnen sprechen, auch als Geisteswissenschaftler, als der ich vorgestellt wurde. Ich verwende diese Bezeichnung Geisteswissenschaftler gerne. Einerseits, weil Viktor Frankl sehr viel von Geist spricht und das Wort Geist, Nous, verwendet. Andererseits, weil ich glaube, dass der Begriff Geisteswissenschaften, wie er im deutschen Sprachraum verwendet wird, im Gegensatz zu dem, wie er im englischen Sprachraum verwendet wird oder in anderen Sprachen, ein sehr, sehr wichtiges Wort ist, das es wert ist, unterstrichen und wiederholt zu werden. Geisteswissenschaftler deswegen. Ich habe schon ein bisschen erwähnen dürfen, was ich studiert habe. Ich darf vielleicht ergänzen, das war an der Universität Wien. Ich habe auch Sprachenweiterbildungen an den Instituten außerhalb Österreich, an Universitäten außerhalb von Österreich gemacht, so in Perugia, in Italien oder in Santiago de Compostela und Salamanca in Spanien. Insofern ist das Wort Reisen für mich ein Wort, das immer auch mit Heimat verbunden ist. Und wenn man bei mir, bei den Büchern, die ich herausgeben durfte, sehr viele übrigens gemeinsam mit Christian Mertens, der auch hier ist, zu Geschichte und so weiter, dieses Thema Reisen steht bei vielen Publikationen direkt oder indirekt im Zentrum. Sie kennen den Titel dieses Vortrags, Geschichte als Lehrmeisterin. Übersetzt ins Lateinische Historia Magistra Vitae. Und ich habe als Untertitel dazugefügt vom Sinn der Geschichte. Was uns erwartet, ist eine Reise, um diese Metapher wieder aufzugreifen. Und zwar eine Reise, Sie haben es vielleicht am Handout oder am Leitfaden ein bisschen ahnen können, durchaus mit Anspruch. Jedenfalls eine Reise entlang von Wörtern und Themen wie Gott und die Welt, Himmel und Erde, Zeit und Raum, wie Freiheit und Verantwortung, liebend glauben und liebend hoffen, Wörtern und Themen aber auch wie Sinn und Wert, Antike und Moderne oder Diesseits und Jenseits. Dabei fallen Namen wie Sigmund Freud, Alfred Adler und vor allem Viktor Frankl natürlich, aber auch wie Platon und Aristoteles, wie Paulus von Tarsus und Augustinus von Hippo. Am Rande streifen wir auch Kant und Hegel, Heidegger und Sartre. Und nicht zuletzt Marcus Tullius Cicero, von dem dieses Zitat Historia Magistra Vitae stammt. Der Vortrag enthält Antworten und Anfragen. Vielleicht mehr Anfragen als Antworten. Das bleibt Ihnen überlassen zu urteilen. Ich glaube auch, dass der Titel einen Grund hat, mehr Anfragen zu stellen, als Antworten zu geben. Anfragen und Antworten vorläufiger Art. Mehr denn je nämlich erleben wir, meines Ermessens, hier und jetzt einen Umbruch. Einen Umbruch, wie er sich historisch und politisch wohl suchen, aber nicht so leicht finden lässt. Gleichsam ein Ab
Bruch. Ein Abbruch dessen, was wir scheinbar wussten und kannten. Starten wir daher mit ein bisschen Wucht. Wo einst ein Grund war, so meine These, wo einst ein Grund war, auf dem unsere Welt ideell und reell errichtet worden ist, ist angesichts der ebenso reellen wie ideellen Seuchen und Plagen im weiteren Sinn, die wir gegenwärtigen, offenbar längst ein Abgrund. Wo ein Grund war, ist längst ein Abgrund. Ein Abgrund, in dessen Strudel, in dessen Sog wir mehr und mehr geraten. Um ein Bild zu geben, wie ich es mir denke, wie ich es assoziiere. Es ist kein Turm von Babel hinauf. Damals bereits eine Hybris sondergleichen. Sondern es ist ein Turm von Babel nach unten. Auch eine Hybris, eine aktuelle. Ohnegleichen. Das, meiner Ansicht nach, ist das Symbol oder ein Symbol von heute. Ein Turm von Babel nach unten. Ein Trichter im Sinne von Sog, im Sinne von Strudel. Ein Turm von Babel nach unten. Denn lieber haben wir, fürchte ich, das Diabolische als das Himmlische, das vielleicht ein Turm von Babel nach oben in aller Hybris noch erreichen wollte. Nach unten. Ein Teufel. Er steckt nicht nur in der Hölle, sondern sprichwörtlich auch in den Details. Zum Beispiel in den verschlungenen Labyrinthen der Bytes and Bits im technischen System. Wo aber bleibt Gott in solch verschlungener Welt? Ich zitiere Viktor Frankl: Oft sind es erst die Ruinen, die den Blick freigeben auf den Himmel. Oft sind es erst die Ruinen, die den Blick freigeben auf den Himmel. Das Zitat folgt einer bewussten Wahl angesichts unseres Zeitraums, der eben von Krisen und Kriegen geprägt ist, als wären sie die Krisen und Kriege nicht mehr Ausnahme, sondern Regel. Die Zeilen stammen vom Gründer der sogenannten dritten Wiener Schule der Psychotherapie, der Existenzanalyse und Logotherapie, in der es um eine Analyse der Existenz des Daseins des Menschen geht in Richtung Freiheit, sowie um eine Therapie des Menschen im Zeichen des Logos, Logotherapie, eines Sinns seines Lebens in Richtung Verantwortung. Beide Prinzipien, Freiheit und Verantwortung, bezeichnen und bedeuten ein Paar. Wir kennen die Kombination als Personalität. Betreffend Theologie und Philosophie oder Geschichte und Politik. Viktor Frankl verwendet und bezieht den Begriff psychologisch nicht nur auf Gott, auch, aber nicht nur, sondern auch auf die Welt, vielleicht vor allem auf die Welt. Zwei Pole, der eine jenseits, Gott, der andere diesseits, der Mensch. Die er, Frankl, nicht vermutend, sondern vertrauend erwartet und erhofft, trotz aller apokalyptisch anmutender Plagen und Seuchen. Gehen wir ein bisschen weiter zu Frankl und seiner Lehre. Viktor Frankl war der dritte im Bund der großen Wiener Psychologen, Neurologen und Psychiater im Rahmen des magischen Wien um 1900. Ein Wien um 1900, dessen Licht und Schatten
bis heute wirken. Ins Gestern, ins Morgen. Der erste war Sigmund Freud und der zweite Alfred Adler. Beide, Adler und Freud, werden ja der Tiefenpsychologie zugerechnet. Ihr jeweiliger Fokus richtet sich auf der Suche nach Konflikten und nach Komplexen, eher auf das Gewesene und Vergangene. Gerade auch die Kindheit steht hier im Fokus. Also nach Frankl, Gewesene und Vergangene, Komplexe, Konflikte. Nach Frankl richtet sich der Fokus der Tiefenpsychologie sozusagen auf die Ruinen des Menschen. Er ist immanent, dieser Fokus der Tiefenpsychologie. Frankl hingegen gehört, was gar nicht so oft gesagt wird, der Höhenpsychologie an. Sein Fokus richtet sich auf der Suche nicht nach Norm und Zweck, sondern nach Wert und Sinn, eher auf das Kommende oder größer und besser, das Bleibende. Also quasi auf den Himmel, um bei dem Zitat zu bleiben. Der Fokus von Frankl ist transzendent. Trotz allen Unbehagens gegenüber der Umwelt und Mitwelt, trotz aller Aggressionen und Depressionen, trotz allen Zweifels am Wirken und Werken Gottes auf Erden, Stichwort Theodizee, aktueller heute denn je, glauben wir doch, lieben wir doch und hoffen wir doch. Oder? Der Schule Freuds liegt zu Frankl weiter ein Wille zur Lust, der Adlers ein Wille zur Macht zugrunde. Das passt leider zum Hier und Jetzt sehr. Dem stellt Frankl einen Willen zum Sinn entgegen, der wiederum aus einer Freiheit des Willens selbst in schlimmsten Situationen als Quelle kommt und in einen Sinn des Lebens, einen großen Sinn, einen kleinen Sinn, in großen Schritten, in kleinen Schritten münden kann und wenn Sie so wollen, erblüht. Bei Frankl geht es weniger um ein Deshalb, sondern um ein Trotzdem im Leben. Trotzdem Ja zum Leben sagen, lautete demgemäß der Titel von Viktor Frankls erstem Buch, erschienen nach dem Zweiten Weltkrieg und ein Bestseller bis heute. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Darin beschreibt er, wie er nicht nur das KZ, sondern auch die Nachricht überlebte, die ihn ereilte, als er es verließ, das KZ, als er befreit wurde. Seine ganze engere Familie war verstorben. Das wusste er zunächst nicht, als er selbst noch Häftling war. Seine ganze engere Familie war verstorben, grauenhaft und bestialisch ermordet. Sie wiederzusehen, seine Frau, seine erste Frau. Und seine Eltern hatte er erhofft. Es kam nicht dazu. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Dass er Frankl kaum in Wien zurück von ihrem Tod erfuhr, raubte ihm die Sinne seines Körpers. Er brach zusammen, raubte ihm aber nicht den Sinn seines Geistes. Er raffte sich auf und lebte selbst authentisch vor, was er zu den Wegen einer seiner Psychologie aus der Tiefe in die Höhe machte. Er suchte und fand eine neue Liebe, seine zweite Frau, die heute noch lebt, sowie eine neue Aufgabe im Leben, die Etablierung der erwähnten Existenzanalyse und Logotherapie weltweit. Trotzdem Ja zum Leben sagen. In seinen Worten, es ist der liebende Mensch, der Homo amans, der schaffende Mensch, der Homo faber,
dem Sinn widerfährt. Das Sinn kommt auf den Menschen zu. Es ist aber auch, und darauf hat Viktor Frankl besonders Wert gelegt, der leidende Mensch, der Homo patiens. Gerade nämlich im Umgang damit, was man Schicksal nennt oder besser eine Anfrage des Lebens an uns. Gerade in der Art und Weise, wie wir darauf antworten, auf die Anfrage, erfahren und erleben wir, was Sinn ist. Was uns sogar in den schlimmsten Stunden unserer jeweiligen personalen Geschichte, ob groß oder klein, trägt und hält und birgt. Begegnung wird Beziehung. Der sogenannte höhenpsychologische Zirkel, er besagt, dass Halt Haltung gebiert. Haltung Verhalten und Verhalten Verhältnis. Das ist viel mehr als ein Wortspiel. Verhältnis wiederum erzeugt weiteren Halt. Weiterer Halt, weitere Haltung. Weitere Haltung, weiteres Verhalten und so weiter. All das hält uns nicht nur, sondern trägt uns auch und birgt uns just gegenüber abgründigen und abbrüchigen Zeiten und Räumen, in denen scheinbar vieles, ja alles, wankt und reißt und birst, was wir offenbar begründet hatten und ergründet haben. Meine Damen und Herren, im Anfang war der Logos oder im Ansatz war das Wort. So beginnt, wir wissen es, laut dem nicht-synoptischen Evangelium nach Johannes, die Geschichte als Entwurf Gottes auf Erden. Beenden wir sie, die Geschichte, heute gleichsam als Verwurf, machen wir aus dem Entwurf Gottes den menschlichen Verwurf. Ist es so, entwerfen wir unsere Welt nicht mehr, sondern verwerfen wir sie psychologisch aus Angst vor der Angst, aus Panik? Also sind wir eher vom System an technischen, apropos Bits and Bytes, abhängig, vom System an abhängig als mit Menschen human und verbunden? Ersetzt also die Abhängigkeit, die Verbundenheit, früher oder später? Was wird gewesen sein, wenn wir nicht mehr sind? Verwerfen wir, was unserer Schöpfung geschenkt worden war und ist? Damit meine ich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Mitwelt von Mensch zu Mensch. Was kümmert uns hier und jetzt unser Nächster, unsere Nächste? Und wie wollen wir ihn oder sie noch lieben, können wir doch schon lang uns selbst nicht mehr lieben. Wir sind Geschöpfe, meiner Ansicht nach, heutzutage uns entfremdet, äußerlich wie innerlich. Anders als in der Antike ist der Mensch der Moderne seinem eigentlichen Wesen als Gottes Ebenbild vielleicht ferner denn je. Ein Ich ohne Selbst. Was wird gewesen sein, wenn wir nicht mehr sind? Ist das noch der anfangs waltende Logos, mit dem, apropos Vertrauen, Gott uns betraute? Ist das noch der Sinn und Wert der Welt, des Makro- und Mikrokosmos, der Sinn und Wert des Menschen? Oder ist das alles nicht längst verzweckt und vernormt? Zum Beispiel aller, was nützt es mir? Was nützt es mir? Oder
Darf man das so sagen? Neben das Zitat des Johannesevangeliums tritt insofern mehr und mehr das Zitat der Johannes-Offenbarung: Ich bin das Alpha und Omega. Mit Betonung wohl eher, fürchte ich, des Omega, denn des Alpha. Was wird gewesen sein, wenn wir nicht mehr sind? Bezogen auf Tiefen- und Höhenpsychologie, vieles zieht uns hinunter in eine Welt der Triebe und Dränge, um mit Freud zu sprechen, des Es, der Konflikte und Komplexe des Unbewussten. Weniges zieht uns hinauf in die Welt der Transzendenz, die Freiheit nicht negativ sucht, nicht als Freiheit von etwas ohne Verantwortung, sondern Freiheit positiv findet, als Freiheit für etwas, nicht als Freiheit etwas zu lassen, sondern als Freiheit etwas zu tun, mit Verantwortung. Was wird gewesen sein, wenn wir nicht mehr sind? Das Futurum exactum. Es lässt uns schaudern. Mehr schaudern als die Gegenwart des Präsens. Denn anders als wieder erwarten die Vergangenheit, das Perfekt ist einzig und allein das Futurum exactum, vollkommen. Ist aber das quantitativ Volle, das einen Zweck befriedigt, zugleich die qualitative Fülle, die einen Sinn ergibt, einen Sinn stiftet. Das führt uns zur Frage von Sinn oder Zweck, von Wert oder Norm von Geschichte. Welche Politik stellt sich einem solchen Thema heute überhaupt noch? Wer beschäftigt sich mit Freiheit und Verantwortung substanziell durch und durch? Und nicht nur oberflächlich, so ein bisschen. Dabei wäre sie, die nachhaltige und weitsichtige Politik, gerade heute wohl mehr denn je gefragt. In der erwähnten Änderung von Raum und Zeit, angesichts der von Pandemien auch des Herzens und des Geistes. Oder sagen wir, des Nichtherzens und Umgeistes. Laut Paulus von Tarsus, dem gewandelten Saulus, war und ist es der Heilige Geist, der im Zeichen eines waltenden Logos durch die Geschichte streift und weht und wörtlich braust. Von der Schöpfung und der Schaffung der Welt der Menschen über die Errichtung des Tempels des Salomon bis zum Leben von Jesus Christus, in dem Schöpfung der Welt und Tempel der Menschen eins werden. Vom Pfingstereignis, das die babylonische Verwirrung von Sprachen apostolisch überwindet, über die Gründung der Kirche als Mutter im Dienst des Vaters und weiter in die Jahrhunderte, Jahrtausende sub specie aeternitatis. Jahrtausende. Ist der Geist von damals in der Gegenwart nicht längst ein Unheiliger? Ist die Gegenwart nicht längst eine Gegenwart? So schön wieder die deutsche Sprache und so geheimnisvoll. Müssen und sollen es wirklich, erinnern wir uns an Franke, die Ruinen sein, die uns den Blick freigeben auf den Himmel? Oder sind wir nicht selbst hier und jetzt bereits solche Ruinen, die egoistisch nur noch in sich blicken, auf den eigenen Nutzen, getarnt im Wording von Mehrwert und Echtzeit? Wir, die eine Schau, die Himmelsschau, aus sich heraus und über sich hinweg auf einer Himmelsleiter verlernt haben, wie können wir daraus lernen?
Was können wir daraus lernen? In Wort und Tat, dringender denn je, brauchen wir individuell wie kollektiv eine Existenzanalyse und Logotherapie. Gehen wir einen Schritt weiter und kommen zum springenden Punkt, gleichsam zu einem Ursprung unserer Reflexion. Gibt es so etwas wie einen höheren Sinn der Geschichte oder einen niederen Zweck der Politik? So wie wollen oder können, ja sollen und müssen wir daraus lernen. Historia Magistra Vitae, meinte einst der Skeptiker Marcus Tullius Cicero. Lehrt uns die Gegenwart der Moderne nicht das genaue Gegenteil? Eben, dass wir nichts oder wenig oder kaum lernen, gelernt haben, gelernt hatten. Ja, auch pro futuro nichts oder wenig oder kaum gelernt haben werden. Das betrifft die Gegenwart des 21. sowie die Gegenwart des 20. und 19. Jahrhunderts, sowie aller Jahrhunderte und Jahrtausende bis weit zurück. Zweck oder Sinn der Geschichte? Einen Zweck der politischen Geschichte erblickte die Antike. Es war eine zyklische Geschichte. Eine zyklische Geschichte, möchte ich sagen, der Abklärung. Ein Kreislauf, der sich wiederholte, eine ewige Wiederkehr desselben oder einesgleichen, eines Ähnlichen, in heutigen Worten ein More of the Same, ohne Anfang und Ende, ohne oben und unten, worin es keinen Weltgeist nach Hegel gibt, der uns weiterbringt oder emporhebt. Einen Zweck der politischen Geschichte erblickte ebenso die Moderne. Es ist aber eine lineare Geschichte der Aufklärung. Keine zyklische, eine lineare Geschichte der Aufklärung. Ein steter Verlauf zum Vermehrten, zum Verbesserten. Eine Geschichte nicht nur des restlos Verstandenen, sondern auch des restlos Erklärten, wie trostlos. Darin gibt es sehr wohl einen Weltgeist, eine Synthese aus These und Antithese. Zweimal Zweck, Antike und Moderne. Einen Sinn aber der politischen Geschichte von der Antike über das unterschätzte Mittelalter bis in die Moderne erblickte neben anderen Religionen des Monotheismus nicht zuletzt, sondern vor allem das Christentum in seiner personalen Trinität. Es verfolgte jedenfalls theoretisch und allenfalls praktisch keinen immanenten Kreislauf oder Verlauf, keinen immanenten Zweck diesseits, keinen Telos-Zweck, sondern einen immanenten Sinn jenseits, einen Logos, der in der Transzendenz des Menschen zu suchen und zu finden ist. Das bedingt Öffnung. Welch ein Trost. Es ist eines der vielen Paradoxien des Christentums, dass es just der schwache Mensch ist, just der schwache Mensch, dem ein starker Gott sich anvertraut, damit er, der Mensch, seinen Gotteswillen des wahren, guten und schönen auf Erden anbahne und vollziehe allen Anzeichen des Scheiterns aller Geschichte und aller Politik zum Trotz. Kein zyklischer oder linearer Trotz im horizontalen Bereich, sondern ein ewiger und heiliger Trotz im vertikalen Sinn. Meine Damen und Herren, bleiben wir dabei. Ein durch und durch schwacher Mensch, der in und aus der Vollmacht eines starken Gottes auf Erden wirkt. Laut Aurelius Augustinus ist es genau er, der aus seiner Gegenwart, seiner Präsenz in Richtung seiner Zukunft, seinem Futurum exakt wirkt. Und zwar um Gott zu schauen
und ihm zu horchen, um ihn zu erschauen und ihm zu gehorchen. Ersehnter Gehorsam. Das ist, um bei der Differenz von Telos und Logos zu bleiben, von Zweck und Sinn, eben nicht ein Zweck, sondern der Sinn seiner Existenz, der menschlichen. Das ist die Essenz seines eigentlichen Wesens, des Göttlichen, um Schritt für Schritt, Sprosse für Sprosse auf der Leiter von der Erde zum Himmel vorwärts, ja aufwärts zu steigen, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Eine Transformation des Ich zum Selbst. Augustinus, kein Geheimnis, unterscheidet zwischen einer Civitas Terrena, ja Diaboli, im Diesseits, die der Mensch bei seinem Versuch der Wandlung überwindet, und einer Civitas Aeterna, ja Divina, im Jenseits, auf die sich der Mensch dabei ausrichtet. Das spielt im Raum, wo er sich bewegt, und in der Zeit, so Augustinus, die er erinnernd und erwartend erfährt. Erinnernd die Herkunft und erwartend die Hinkunft. Glaubend und hoffend, jeweils in und aus Liebe. Tugendhaft. Zeit und Raum sind im Wortsinn, ich habe es bereits anfangs erwähnt, vorläufig. Im Wortsinn. Ja. Vorläufig, nicht hin auf den Tod, wie wir es bei Heidegger haben, und nicht hin auf ein Nichts, wie wir es bei Sartre haben, sondern hin auf das Überleben. Auch das Über-Leben. Zeit und Raum, sie nehmen es, das Überleben, gleichsam vorweg, so Augustinus, in meiner Interpretation, und geben uns eine manchmal sanfte, manchmal derbe Ahnung, was gewesen sein wird. Laut Augustinus gleicht das zeitliche und räumliche Leben und Sterben des einzelnen Menschen in seiner Geschichte sowie der gesamten Menschheit in ihrer Geschichte einer Pilgerschaft. Einer Pilgerschaft zur Überwindung des Irdischen, des Fehlenden und Sündigen hin zum Himmlischen, zum Seligen und Heiligen. Augustinus. Im Diesseits in der Anbahnung eines Friedens, und im Jenseits zur Vollendung des Friedens. Die Sehnsucht nach dem ewigen Frieden, ein Wort mit Bezug auf das Jenseits, kennt nach Augustin Gott als Ursprung, Verlauf und Ausgang von Geschichte in Zeit und Raum. Der ewige Friede, ebenso Gedanke wie Gefühl, entsteht göttlich, verläuft menschlich, man könnte auch sagen, verläuft sich menschlich in Wegen und Abwegen und kehrt aber doch göttlich zurück. Der für Augustins Abklärung typische Leib-Geist bzw. Leib-Seele-Antagonismus auf der einen Seite Leib-Seele bzw. Leib-Geist reicht über die Vertreter der Aufklärung, deren einer zum Beispiel Kant war, weit bis ins 20. Jahrhundert. Ins 20. Jahrhundert als die Psychologie. Die Psychologie, ihr Licht der Welt erblickte. Es war nicht Freud und es war nicht Adler, der den Stab zur Analyse der Geschichte ergriff. Oder sagen wir weniger Freud und weniger Adler, es war vor allem Frankl, auf dem das zutrifft. Und Frankl sprach nicht vom platonischen Dualismus zwischen Geist und Seele einerseits und Leib andererseits. Vielmehr fasste Frankl die Seele, die Psyche
und den Leib, die Physis, als Psychophysis, ein Kernwort bei Frankl, zusammen. Leib und Seele gehören zusammen und sind nicht voneinander getrennt. Und dem gegenüber stellte er den Nous, den Geist. Frankls Lehre ist vor allem eine geistbezogene Lehre. Anders als Freud und Adler war und ist Frankl damit Metaphysiker. Während die Psychophysis dann und wann erkrankt zu Frankl, tut das der Nous, ein Dogma von Frankl, tut das der Nous, der Geist, nicht. Der Geist des Menschen erkrankt bei Frankl nicht. Kann man lang diskutieren. Vor allem, wenn man nicht weiß, was Geist ist. Der Geist des Menschen erkrankt. Praktischer wird das, wenn man weiß, wenn Frankl jemanden behandelte, dann sah er demgemäß primär eben nicht diesen Patienten in seinen einzelnen Symptomen eines partiell Kranken, sondern er sah die gesamte Gestalt des prinzipiell Gesunden. Nicht der partiell Kranke war sein vis-à-vis, egal in welcher Situation, sondern immer der prinzipiell Gesunde. Das Gesunde war die Regel, die Krankheit die Ausnahme. In vielen Psychotherapien erscheint es mir heute leider umgekehrt. Das ist jedenfalls ein konkretes Beispiel, wie wichtig Haltung und Verhalten für Verhältnis und Halt sind im psychologischen Zirkel, wie es der erwähnte Zirkel eben beschreibt. Es ist die Einstellung, die die Aufstellung bewirkt, die Einstellung, die die Aufstellung bewirkt und nicht umgekehrt. Nicht die Teile des Menschen bestimmen dessen Ganzes, war Frankl Humanist, humanistisch überzeugt, sondern das Ganze des Menschen bestimmt dessen Teile. Eine These, wie sie einst Aristoteles formuliert hatte. Er hatte gesagt, Aristoteles, das Ganze ist sogar mehr als seine Teile. Vielleicht würden wir mit Frankl sagen, das Ganze ist besser als seine Teile. Eine solche Perspektive von Geschichte, bezogen auf Welt und Mensch, eine solche im Wortsinn geisteswissenschaftliche Weltanschauung unterscheidet sich vollkommen von der heutzutage vorherrschenden naturwissenschaftlich-empiristischen Weltauffassung. Und insofern ist Frankls Haltung historisch. Diese Haltung ist ebenso provokant wie pro-vokant, quasi aus Zeit und Raum gefallen, unmodisch. Fordert sie nämlich heraus, provokant, und sie ruft hervor, provokant. Wie es auf Frankl selbst zutraf und wie es auf seine Thesen als Lehrer und auf seine Schülerinnen und Schüler hoffentlich auch zutrifft. Schwere Kost, hoher Anspruch. Ich werde Ihnen gerecht. Es lebe die Provokation, welche eigentlich jetzt mit oder ohne Bindestrich. Zum Ausgang atmen wir nach allem möglichst ruhig durch. Denn der Atem, das Pneuma, der Atem Gottes in und aus uns möge doch verweilen. Ein Hauch von Welt, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Moment für Moment. Wenn es einen Sinn von Geschichte gibt, ja, meine Einsicht und Aussicht zum Schluss, wenn es einen Sinn von Geschichte gibt, doch, dann ist es die Einsicht und Aussicht, wie notwendig Frieden ist. Das braucht eine Notwendung im Wortsinn, eine Wendung unserer Geschichte aus Not. Wie schön wieder die deutsche Sprache und wie viele Geheimnisse das Deutsche birgt.
eine Notwendung der Geschichte. Ich verweise insofern auf die Basis aller Gebote, die nicht immer von der katholischen Kirche, gerade in ihrer Geschichte, betont worden ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst als Voraussetzung der Gottesliebe. Wie dich selbst, das ist die Betonung. Das befreit so manchen scheinbar von Schuld. Und mit Schuld lässt sich's gut leben. Auch gerade, wenn es ums Herrschen geht. Was meine ich damit? Wenn du dein Selbst, bitte nicht mit dem Ego zu verwechseln. Es geht um die Transzendenz des Selbst oder das Selbst, das in der Transzendenz wirkt. Wenn du dein Selbst nicht liebst, wirst du deinen Nächsten nicht lieben. Und wenn du dich ebenso wenig wie deinen Nächsten liebst, wirst du auch Gott nicht lieben. Ist das der Grund, warum die Welt so ist, wie sie ist, hier und jetzt und gestern und morgen? Ist das der Grund, warum wir selber so sind, wie wir sind? Warum so viel Hass auf der Welt ist, innerhalb wie außerhalb unserer Zeit. Zur Umkehr, zur Metanoia und zur Rückbindung, Religio, braucht es Courage. Und Courage kommt vom Herzen. Ich spreche die Herzensbildung an. Nur Menschen von und mit Herz sind begabt und berufen und erwählt zur Rettung der Welt im Kleinen und im Großen. Allen bösen Anzeichen der Gegenwart zum Trotz. Ja sagen, nicht nein. Das ist es wohl, wodurch wir selbst Meisterin oder Meister der Geschichte, unserer Geschichte, wiederum in futurum exactum gewesen sein werden. Ich schließe mit einem Zitat von Viktor Frankl. Der Fragmentcharakter des Lebens, das Leben als Fragment, der Fragmentcharakter des Lebens tut dem Sinn des Lebens keinen Abbruch. Und es gibt, da geht weiter, da steht nicht am Handout. Es gibt Tatsachen, die noch unvollendet sind. Sie warten auf unseren, auf ihren Beitrag. Ich hoffe, ich bin dem großen Anspruch halbwegs im kleinen Ansatz gerecht geworden, Ihnen gerecht geworden. Ich danke für Ihre Geduld mit dem Thema, mit mir, und ich freue mich auf unseren Dialog.